Hallihallo zusammen, einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo The Elder Scrolls. Zusammen, einen wunderschönen Moment. Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim im Survival Mode. Was haben wir denn zu tun? Müssen wir mal schauen auf die Karte am besten. Was haben wir denn hier? Ach, den Stahlstreitkolben. Morfarts Lager. Alles klar. Dann würde ich sagen, würden wir uns da erstmal drum kümmern als erstes. Farmen und... ja. Natürlich immer noch den Vampir leveln. Und generell noch so ein paar Fertigkeiten aufpushen. Hi Dago, guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag oder wie auch immer. Also, wo müssen wir denn hier hin? Karte schon. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Darüber. Ganz gut, danke. Und dir? Das müsste doch direkt hier die Höhle sein. Glaube ich. Wo ist er? Da. Das freut mich, sehr schön. Vampir wollen wir haben. Wow. Genau. Wieso komme ich jetzt hier nicht rein? Hallo? Will dieses Ding mich verarschen? Ja, seit gestern. Ist cool, ne? Ich habe mich tierisch gefreut darüber. So langsam wird's was. Ja. Ah, jetzt komme ich rein. Als Vampir wollten sie mich nicht in die Höhle reinlassen. Okay. Ja, Shaman und Darkflower haben mir gefollowt gestern. Ach, gefollowt, abonniert, so rum. Was haben wir denn hier? Eieieiei. Du Armer. Kann er jetzt abonnieren? Aber, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Vielleicht nicht als Erster. Aber als Dritter. Wärst immerhin unter den ersten 10. Das wäre auch cool. Lebt er? Lebt er nicht? Ey, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Genau, alle guten Dinge sind drei. Juhu. Da freue ich mich. Ihr glaubt gar nicht, was das für mich bedeutet. Hi Shay! Wünsche ich dir ebenfalls. Wo man denn da? Haha! Mir noch irgendwen? Nein. Ja, wie gesagt, ich freue mich da echt tierisch drüber. Das macht mich happy. Das heißt, dass ich alles richtig mache. Wow. Vampir gegen Vampir. Hehe. Ich bin aber stärker. Edge Badge. Lalala, was haben wir hier hinten noch? Noch irgendeiner? Ah, da oben. Komm her, du. Ey, das hat er überlebt. Das geht ja mal gar nicht. Da haben wir nix.
Ja, ich weiß. Genau, Shay. Nee, das freut mich echt tierisch. Haha, noch einer. Weg mit dir. Ihr seid doch keine Vampire. Ich bin ein Vampir. Ich bin der wahre Vampir. Ja. The one and only. Da sind ja schon alle tot. Mann, ging das schnell. Na komm, verwandle dich zurück. Danke. So, was haben wir denn hier? Können wir noch ein bisschen was plündern? Wildbret. Dann nehmen wir mit. Gold liegt hier auch noch rum. Ja. So. Wein, nee, den will ich nicht haben. Hast du heute Abend vorgesorgt, oder? Ei! Warte mal. Hast du heute Abend vorgesorgt? Fast, ja. Ah, jede Menge Gold hier. Meins. Backfisch. Boah, bleib mir weg mit Fisch. Aber wem schmeckt, bitteschön? Kaninchenkeulen, die können wir auch noch gebrauchen. Was gibt's denn bei uns heute Abend eigentlich zu essen? Weiß nicht, ich habe gestern ich würde sagen, irgendwas Schnelles, so. Pommes, Nuggets, Salat. Das ist gut. Wo ist denn das Ding, was ich hier eigentlich besorgen muss? Ich renne hier die ganze Zeit rum und plündere, aber ich weiß nicht, was ich hier eigentlich holen soll. Ui. Na. Alter. Ein Tänzchen gefällig, mein Lieber. Naja, nichts genug. Wie ein Fisch auf dem Trockenen. Zwergenbogen, den brauchen wir alles nicht. Zauberbuch. In ihrem Fall ist der Fisch leer trocken. Backfisch. was soll ich hier eigentlich? Ach, den Stahlstreitkolben, den musste ich mitnehmen, genau. Staub der Flammen. Vulkan gleich. Nein, brauche ich nicht. Kahnglas-Streitkolben, genau. So rum. Ja. Was muss man eigentlich hier noch alles anstellen? Ich glaube, jetzt bin ich hier erstmal drinne fertig, oder? Mir hier noch irgendwas zu looten? Ja, das können wir noch mitnehmen. Magika. Gut. Ja, ist schon irgendwie komisch. Aber ich. Wo ist eigentlich die andere Trulla abgeblieben? Ich hatte doch hier noch diese. Wie hieße. Diese andere Vampirin. Ich komme jetzt gerade wieder nicht mehr auf ihren Namen. Selena? Serana? Irgendwie sowas. Die Pfeile nehmen wir noch mit. Ich glaube, die habe ich bei ihrem Vater gelassen. Serana hieße, genau. Theoretisch müsste ich mir die ja mitnehmen als Vampirlord. Oder Lady, besser gesagt, genau. So, da haben wir auch noch einen Toten. Der hat nur 10 Gold. Armer Kerl.
Selbst das habe ich ihm noch abgenommen. Ja, gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel einmal hier diesen... Da fliegt eine Leiche rum. Okay, die hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht, auch gut. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einmal den Werwolf fertig hattest, die Quest... Nicht nur du, Shay, nicht nur du. Ich hab heute auch schon zu Rafa gesagt, ich hab heute voll den knackigen Tag. Egal wie ich mich bewege, alles knackt. So, das wäre auf jeden Fall auch erledigt. Was haben wir noch? Kein Erz bekommen, natürlich, war ja klar. Hier ist irgendwie auch nichts mehr. Da oben müsste ich nur noch ein Kopfgeld abgeben, genau. Na, 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 na. Mal gucken, ob der Bug wieder funktioniert. Tempel der Himmelszuflucht. Ich muss mich zur S-Bahn. Nein, funktioniert natürlich nicht. Ja, Skyrim macht keinen guten Tag heute. Oh ja, oh ja. Sag deinem Kater, wir sind dran schuld. Der soll böse auf uns sein, nicht auf uns, nicht auf dich. Aber solange dein Sohnemann nicht meckert, ist ja alles noch okay. Wo wollte ich eigentlich hin? Keine Ahnung, zur S-Bahn darüber irgendwo. Da spielt er sicher gerne, weil die Mama jeden Abend in seinem Zimmer sitzt. Muss die Playstation ins Wohnzimmer stellen, dann nervt sie ihn auch nicht mehr. Ja. So, also nur mal ein Playstation. Und die Katze ist auch zufrieden. Oh, wow. Das ist nämlich cool. Wenn die Mama kommt, wird aufgeräumt. Dann scheint es ihn ja gar nicht so zu stören. Ei, sag mal. Krabbe? Fall um. Schlammkrabbe. Naja, die Krabbe macht ja ordentlich auch, oder? Aha. Wenn die ich erwisch. Komisches Vieh. Ich wollte eigentlich nur gucken, was hier drin ist. Ei, ei, Alter. Ganz viele Krabben. Noch mehr Krabben. Noch mehr Krabben, genau. Heute Abend gibt's Krabbensalat, so. Habe ich jetzt beschlossen. Oh, lecker. Auch wenn ich nicht so auf Meerestiere stehe, aber bei so vielen Krabben hier. Da ist noch eine. Hm. Ach nee, das ist Lydia. Ich verstecke wieder auf Leine. Versteckt sich im Wasser, aber über mir ist noch irgendwas. Oder da draußen. Ach, guck, da ist er. Haha. Komm doch, komm doch, komm doch. Ostseekrabben? Ach, das ist wieder so ein dummer Schaurus, Saurus, wie auch immer. Da ist aber noch einer. Kann ich. Ah, jetzt. Boah, diese Viecher sind so ätzend hier. Die halten zwar nicht viel aus, aber die machen derbst Aua auf Dauer. Spring! Mann! Der verschlossene Raum. Lesen. Was haben wir denn da? Ostseekrabben. Aha. Ich war noch nie an der Ostsee. Weder Nordsee noch Ostsee. Fällt mir gerade mal so ein. Anna war genau die Art Schülerin, die ihr Mentor... Was? Art Kamu verachtete. Eine professionelle Amateurin. Ihm gefielen die Verbrecher, die normalerweise in der Festung zu seinen Schülern gehörten. Ach, die dralle argonische Maid. Ja, irgendwann bestimmt. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Buch nicht. Ich habe es zwar irgendwo mal gesehen, aber ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gelesen. Wo war ich denn jetzt? Ja, ich wurde mehr oder weniger dazu genötigt. Los, fangen wir mit der Geschichtsstunde an.
Das ist aber, wo war ich denn jetzt hier? Ihr bringt mich durcheinander. Die normalerweise in der Festung zu seinen Schülern gehörten. So, gewöhnliche Einbrecher oder raffinierte Erpresser oder Rinder? Was? Ach, Kinder! Ich lese hier Rinder. Rinder und Jugendliche. Ladet alle Rinder und Jugendliche. Die den Ehrgeiz hatten, mit Hilfe der Kunst des Schlösserknackens Karriere zu machen. Zu machen hatten? Okay, sie waren immer an einfachen Lösungen interessiert, während Menschen wie Warner auf Ausnahmemöglichkeiten Exotisches erpicht waren. Ja. Sehr lästig für einen Pragmatiker wie Art Camus. Genau. Rinder und Kinder, alles das Gleiche. Die junge Rotwardonin stand stundenlang vor einem Schloss, stocherte mit ihren Drähten und Dietrichen, spielte mit den Kern- und Gehäusestiften herum und untersuchte die Zylinder mit, boah, ich kann heute nicht lesen, echt, einer lässigen, für Verbrecher ganz und gar untypischen Faszination. Während die anderen Schüler ihre Testschlösser schon lange geöffnet hatten und mit anderen Dingen beschäftigt waren, spielte Warner immer noch an ihrem Schloss herum. Die Tatsache, dass es ihr am Ende jedoch immer gelang, selbst die schwierigsten Schlösser zu öffnen, verärgerte Alt Camus noch mehr. Ihr macht das alles viel zu umständlich, brüllte er und gab ihr eine Ohrfeige. Geschwindigkeit ist entscheidend, nicht nur technisches Wissen. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Technisches Wissen. Ich bin sicher, dass selbst wenn ich direkt vor eurer Nase einen Schlüssel in das Schloss stecke, ihr es immer noch nicht aufbekommt. Warner ertrug Art Camus Peinigungen mit philosophischer Gelassenheit. Schließlich hatte sie ihn im Voraus bezahlt. Natürlich war Geschwindigkeit ein sehr wichtiger Punkt für einen Schlossknacker, der sich Zugang zu verbotenen Bereichen verschaffen wollte, während ihm die Stadtwache auf den Fersen war. Warner wusste jedoch, dass das auf sie nicht zutraf. Sie wollte nur wissen, wie es ging. Ja, ja, wem sagst du das? Das glaube ich dir gerne. Bereichen verschaffen wollte, während ihm die Stadtwache auf den Fersen war, genau. Warner wusste jedoch, dass das auf sie nicht zutraf. Sie wollte nur wissen, wie es ging. Art Camus versuchte alles, um Warner zu größerer Geschwindigkeit anzutreiben. Je mehr er sie anschrie und schlug, desto mehr Zeit verbrachte sie mit den einzelnen Schlössern und studierte ihre Eigenarten und Besonderheiten. Zum Schluss konnte er es nicht mehr ertragen, eines späten Nachmittags, als Warner wieder einmal an einem ganz normalen, einfachen Schloss herumgebummelt hatte, packte Art Camus das Mädchen am Schlafittchen und schleppte es in einen Raum der Festung. Weit, weit weg von den anderen Schülern in einem Bereich, zu dem ihnen der Zutritt verboten war. Also ich glaube, unsere Kinder können sich im Großen und Ganzen nicht beschweren eigentlich. Außer, dass sie ihr Zimmer aufräumen müssen, so ab und zu mal ein bisschen was im Haushalt helfen müssen. Wie zum Beispiel Müll rausbringen oder Spülmaschine ausräumen oder ja, Waschmaschine ausräumen. Oder ein Trockner, je nachdem, müssen die eigentlich nicht viel machen. Das sind so, ja, das Übliche halt. Aber ja, ich kenn's. Meine Mutter war auch nicht immer einfach. Also manchmal, ja, die ist heute manchmal noch nicht immer einfach. Der Raum war komplett leer, bis auf eine große Kiste, genau in der Mitte. Außer der Eingangstür gab es weder Fenster noch Türen. Art Camus stieß seine Schülerin gegen die Kiste und schloss die Tür hinter ihr. Sie fiel mit einem deutlichen Klack ins Schloss. Ja. Hi, Dark. Guten Morgen. Morgen, 2 Uhr. 2 Uhr nachmittags, genau. Ja. Dies ist ein Test für meine fortgeschrittenen Schüler, lachte er durch die Tür. Nun schau mal, ob ihr da rauskommt. Warner lächelte und begann, das Schloss auf ihre eigene gemächliche Art zu untersuchen. Nach ein paar Minuten hörte sie wieder Art Camus Stimme durch die Tür. Vielleicht sollte ich euch noch sagen, dass dies ein Geschwindigkeitstest ist. Seht ihr die Kiste hinter euch? Darin befindet sich ein alter Vampir, der dort seit vielen Monaten eingesperrt ist. Er ist total ausgehungert.
In wenigen Minuten wird die Sonne ganz untergegangen sein. Wenn ihr bis dann die Tür nicht geöffnet habt, wird von euch nicht mehr als eine blutleere Hülle übrig bleiben. Ob Akamu sich einen Scherz mit ihr erlaubte. Sie wusste ja, dass er ein böser und grausamer Mann war. Aber würde er wirklich morden, um einen Schüler eine Lehre zu erteilen? In diesem Moment hörte sie auch schon ein Rascheln aus der Kiste und alle Zweifel waren beseitigt. Ganz entgegen ihrer normalen Arbeitsweise jagte sie den Draht ins Schloss, bohrte ihren Stift gegen den Druckriegel und stieß die Tür auf. Akamu stand im Gang und lachte grausam. Tja, nun habt ihr wohl den Vorteil schnellen Arbeitens kennengelernt. Wana kämpfte mit den Tränen und floh aus Akamus Festung. Er war sich sicher, dass sie nicht in seine Obhut zurückkehren würde und dachte sich, dass er ihr wenigstens eine wertvolle Lektion erteilt hatte. Als sie am nächsten Morgen wiederkam, ließ sich Akamu keinerlei Überraschung anmerken. Innerlich jedoch schäumte er vor Wut. »Ich werde euch in Kürze verlassen«, erklärte sie leise. »Ich glaube, ich habe eine neue Art von Schloss entwickelt und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir eure Meinung darüber sagen könntet.« Akamu zuckte mit den Achseln und sagte ihr, sie solle ihren Entwurf vorlegen. Meine Mutter ist 64? Ja, 64. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das Schloss in den Vampirraum einbauen. Ich glaube, dann kann ich es besser vorführen. Akamu war unschlüssig. Aber der Gedanke, dass dieses lästige Mädchen schon bald weg sein würde, machte ihn nachsichtig und hob seine Laune. Er erlaubte ihr den Zugang zum Vampirraum. Den ganzen Morgen und den größten Teil des Nachmittags arbeitete sie neben dem schlummernden Vampir, entfernte das alte Schloss und baut ihre Neuerfindung ein. Als sie fertig war, bat sie ihren ehemaligen Meister, einen Blick darauf zu werfen. Du meintest die Kids? Die Große ist 9, die Kleine ist 6. Er betrachtete das Schloss mit sachverständigem Blick und war nicht sehr beeindruckt. Dieses Schloss ist das erste und einzige einbruchsichere Schloss, erklärte Wana. Man kann es nur auf eine Art öffnen, nämlich mit dem richtigen Schlüssel. Akamu war belustigt und ließ sich von Wana in dem Raum einschließen. Das Schloss schnappte ein und er begann mit der Arbeit. Zu seinen Entsetzen musste er feststellen, dass das Öffnen des Schlosses offenbar doch schwieriger war, als er gedacht hatte. Er versuchte all seine Tricks und die Tür schnell zu öffnen, bis er feststellte, dass er auf die verhasste Methode seiner Schülerin zurückgreifen musste. Die sorgfältig und gründliche Untersuchung. »Ich muss jetzt gehen«, sagte Wana auf der anderen Seite der Tür. »Ich werde die Stadtwache zur Festung bringen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln verstößt, aber ich denke, es ist nicht zum Wohle der Dorfbewohner, wenn ein hungriger Vampir frei herumläuft. Es wird schon dunkel und auch wenn ihr nicht in der Lage seid, die Tür zu öffnen, ist der Vampir mit Sicherheit nicht zu stolz, den Schlüssel zu benutzen, um zu entkommen. Erinnert ihr euch, wie ihr zu mir gesagt habt, selbst wenn ich in das Schloss direkt vor eurer Nase einen Schlüssel stecke, bekommt ihr es immer noch nicht auf? Warte, rief Akamu ihr zu, ich möchte den Schlüssel verwenden. Wo ist er? Ihr habt vergessen, ihn mir zu geben. Aber er erhielt keine Antwort, sondern hörte nur den Hall ihrer Schritte, als sie sich hinter der Tür über den Gang entfernte. Akamu begann das Schloss wie wild zu bearbeiten, aber seine Hände zitterten vor Furcht. Da der Raum keine Fenster hatte, war es ihm unmöglich festzustellen, wie spät es war. Waren Minuten vergangen oder vielleicht schon Stunden? Er war sich sicher, dass der Vampir das ganz genau wusste. Akamus Werkzeuge litten unter seinen nervösen Händen, mit denen er drehte und stocherte. Der Draht brach im Schlüsselloch ab, wie bei einem Anfänger. Akamu brüllte und donnerte mit den Fäusten gegen die Tür, aber er wusste, dass ihn unmöglich jemand hören konnte. Und gerade als er Atem für einen erneuten Schrei holte, hörte er das unverkennbare Knarren der Kiste hinter sich. Der alte Vampir betrachtete den Meister der Schlösser mit irrsingen, hungrigen Augen und raste wie im Wahn auf ihn zu. Und ehe Akamu starb, sah er es. An einer Kette, die um den Hals des schlafenden Vampirs gelegt worden war, hing ein Schlüssel. Huhuhu! Das ist fies. Das ist echt fies. Da muss man echt mal drauf kommen, ehrlich. Die hat den Vampir den Schlüssel umgelegt, ne? Aber die Geschichte ist nicht schlecht, muss ich wirklich sagen.
So, das brauchen wir aber alles nicht. Beziehungsweise den komischen Bogen brauchen wir nicht. Den Rest nehme ich gerne mit. Und wo ist jetzt hier der Ausgang? Wie komme ich jetzt aus diesem Ding hier raus? Da irgendwo. Alles klar. Und ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich darüber. Essen könnten wir mal wieder. Ja, ich hab's gemerkt. Also die Geschichte war echt nicht verkehrt hier. Die war nicht schlecht. So ab und zu sollte man diese Bücher doch mal lesen, würde ich sagen. Also sind nicht alle verkehrt. Und sobald ich die Tralle Agonische Maid irgendwo finde, werde ich es auch vorlesen. Was ihn besonders macht, dass nicht alle rein können. Da kann halt nicht jeder rein, da können nur Abonnenten rein. Ey, haben wir wieder irgendein Vieh oder irgendwas da hinten? Ach, ist nur eine Spinne. Genau. Sowas in der Art, richtig. Na, 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 na. Ups. Wo ist denn die Spinne? Ja, kann ich. Da müsste ich aber umschalten hier oben. Ich weiß nicht. Moment. Mal kurz gucken. VIP. Ah. Ja, wie gesagt, da müsste ich einfach nur umschalten in den Chat. Aber mitkriegen kann ich es, genau. Bleiben aber mal auf dem normalen. Oh, was greift mich denn hier an? Ach da. Ach komm, weg mit dir, Spinnchen. Schalt da mal rüber. Ich habe ja hier noch den Chatbot an. Dann sehe ich beide Chats. Könnte ich auch, ja. Also ich habe den Chat ja sowieso mittlerweile auf Only Follower eingestellt, weil so manche waren dann doch Ticken sehr nervig. Wie zum Beispiel... genau. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber wir hatten schon mal jemanden, dem musste ich dann auch mal ein Timeout verpassen, weil der einfach nur Unfug geschrieben hat und kein Mensch wusste, was er eigentlich von uns wollte. Und ich laufe hier die ganze Zeit, Gott weiß wohin, nach Einsamkeit will ich eigentlich. Zur Kutsche und von da aus nach Markert, genau. Einfach mal darüber. Nehmen wir mal den Vampir. Ich glaube, damit bin ich ein bisschen schneller auf dem Bein. Bevor ich hier die ganze Zeit sinnlos im Kreis rumrenne. Außer muss ich damit nicht durchs Wasser. Juhu. Ey, und ich verhungere schon wieder. Nicht gut. Au, Gargoyle. Mächtiger Gargoyle sogar. Wow. Alter. Komm her, du. Dankeschön. Nehme ich gerne. Aber diese Gargoyles, die haben doch immer hier irgendwie noch Erz und so ein Zeus bei sich. Sollte man die vielleicht mal plündern? Dringend mal was essen. Granatstein, Mondsteinerz, Silbererz nehme ich mit.
Malachiterz. Lass es dir schmecken, Dago. Na, 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 na. Was haben wir hier? Käse. Käse ist immer gut. Kochtes Rindfleisch. Immer noch hungrig. Immer noch leicht hungrig. Na. Ah, perfekt. So. Bin ich denn jetzt hier eigentlich richtig? Ich glaube, da ist irgendwo Einsamkeit, ne? Ui. Nee, ich laufe da schon wieder falsch. Da oben ist Einsamkeit. Da lang müssen wir. Hi Felix und danke für deinen Host. Na, komm. Da, da, da. Und geht's dir schon besser oder immer noch krank? Ja, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Danke auch dir, Shay, für den Host. Na, 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 na. Alles gut, alles gut. Na, dann geht's ja. Freut mich. Okay, aber direkt an den Hafen sollte ich, glaube ich, jetzt als Vampir nicht. Ist nicht so klug. Ein bisschen außenrum. Aber wenigstens nicht durchs Wasser. So. Zurückverwandeln, nicht vergessen. Na, Gott. Aufwärmen müsste ich mich auch mal wieder. Das macht man nicht alles nur, um zu so einer dämlichen Kutsche zu kommen. Was wollte ich eigentlich genau? Ach ja, nach Markart, genau. So war's. Da müsste ich dann mal schauen. Ich habe da im Kopf, wie gesagt, diese komische Quest mit dieser. Mit diesem Geist. Dieser Jägerin. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Aber in so vielen Sachen, ne? Ich kann euch zu jeder Haupt. Wohin soll's gehen? Einmal nach Markart. Ich hoffe, ich finde die Troller. Ich kann hier nicht ewig warten. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich doch mal einen Schluck trinken, Freund. Wenn ich euch einen Rat geben darf, macht den Markart keinen Ärger. Sie werfen euch in die Sidna-Mine. Ich hab's nicht vor, den Ärger hatte ich schon. In Markart. Tralalala. Ui, bei dem Küsschen steht Dago ja jetzt an Platz 1. Sehe ich gerade. So per Zufall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Calcemo, genau. Quatschen wir erstmal mit dem. Vielleicht sagt der uns ja auch, wo wir da diese andere Troller finden. Ich meine, ich hätte von dem nämlich diese bei den Küsschen. Guck mal im Panel unten. Ja. Natürlich darf jeder mal. Ich find's schön.
Ihr gehört doch zu diesen Akademie-Magiern, oder? Ja, die Lage hat sich wieder beruhigt. Ja, ja, ja. Ist ja gut, ihr Lieben, ist ja gut. Ah, Haus Vlindrell ist ein... Haus Vlindrell. Da-da-dam-da-dam. Ja, wie gesagt, also ich meine, ich hätte von dem die Quest nämlich bekommen, wo ich in diese Zwergenruine rein musste. Ich damals diese Trulla gefunden habe, aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ist alles in Ordnung mit euch? Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Auf meinem Panel. Dieses fette blaue Ding, was da in der Mitte steht. Ich habe gehört, dass ihr Fachmann für die alte Falmer-Sprache seid. Dann seid ihr gut informiert. Ich stehe gerade tatsächlich unmittelbar davor, mein Hauptwerk zu diesem Thema abzuschließen. Ich nenne es Kalzelmos Handbuch zur Falmer-Sprache. Es wird unser Verständnis dieses alten Volkes revolutionieren. Aha. Dürfte ich einmal einen Blick auf eure Arbeit werfen? Absurd. Für diese Forschungsarbeiten habe ich mich jahrelang in einigen der gefährlichsten Dwemer-Ruinen in Himmelsrand abgerackert. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, ich würde sie jemandem zeigen, bevor sie abgeschlossen sind. Auch nachdem ich eure lästige Spinne getötet habe. Ich habe euch bereits einen Schlüssel zum Museum gegeben. Das sollte euch eine Ehre sein. Nur wenige dürfen in meiner Sammlung stöbern. Es tut mir leid, aber auch meine Großzügigkeit hat ihre Grenzen. Okay, Kalzemus Museum. Ach, auf der App? Ja, gute Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Wo ist denn das Ding? Da irgendwo? Nein, hier hinten. Also irgendwo hinter mir. Muss ja theoretisch dann da sein. Da oben, okay. Ja, wie gesagt, mit der App kenne ich mich auch nicht aus. Keine Ahnung. Ah, hier haben wir's. Was wollt ihr, Bade? Ich bin kein Bade. Dort oben müssen ein Dutzend Männer sein. Was ist man denn hier? Hat seine gesamte Expeditionstruppe zurückgerufen. Er sagte, er bräuchte jeden einzelnen Mann, um seine Forschung zu beschützen. Das habe ich noch nie gesehen. Nicht mal, wenn du irgendwie... Du? Moment, guck ich. Müsste jetzt 680 sein. Eine Sekunde, Felix. Da-da-da-da-da. Oh, jetzt spinnt das hier gerade wieder. Kann gerade nicht runterscrollen. Muss ich hier drüber gucken. Eieieiei. Da-da-da-da-dam, wo bist du? Ne, 884 sind's gerade. Wird im Panel aber auch nicht angezeigt, ne? Die Blindklippenhöhle ist eine davon. Ein dreckiges Hexenrabennest im Nordosten. Ja, nee, aber es sind jetzt 884, also es ist aktueller Stand. Siehst du, schlafen und schon wieder essen? Oh Mann. Ja, das hängt ordentlich hinterher. Ich meine, du standst, glaube ich, gestern schon da drauf, ne?
400 noch was. Nee, das wollen wir alles nicht. Aber das Buch hatte ich auch noch nicht gelesen. Labornotizen. Onkel Kalsemo ist heute aus Msinchaleft zurückgekehrt. Viele Artefakte diesmal. Er hat mir sogar etwas mitgebracht. Eine Spinne, die nicht in alle Einzelheiten zerlegt wurde, als die Wachen sie zerschlugen. Er will, dass ich sie wieder repariere. Mein erstes großes Forschungsprojekt. Nee, die wurden schon angerechnet. Also das ist manchmal ganz seltsam. Beim einen wird es direkt angerechnet, beim anderen nicht. Also deine 1000 wurden schon angerechnet mit... Ja, über 2000 stehst du ja jetzt auf Platz 1. Forschung zum Spinnen-Centurio. Woche 1. Ich habe die Spinne mit Einzelheiten aus dem Museum wieder zusammengebaut. Alle Gelenke bewegen sich. Nur nicht von alleine. Onkel sagte, die Spinne bräuchte ein Steuerkristall mit der richtigen elektroharmonischen Signatur. Die Wachen sind jetzt unterwegs und suchen danach. Genau. Genau, Shay. Forschung zum Spinnen-Centurio, Woche 2. Nach dem gestrigen Vorfall habe ich einen Stab zusammengebaut, um den Kristall zu halten. Er funktioniert tatsächlich. Wenn man den Stab benutzt, erzeugt er eine Art Strahl und die Spinne läuft einfach weiter darauf zu. Und was noch besser ist, jetzt greift sie nicht mehr jeden in Sichtweite an. Forschung zum Spinnen-Centurio, Woche 3. Tüte Luft? Hä? Anscheinend greift sie doch immer noch an. Nur nicht mehr jeden in Sichtweite. Bei dem Experiment heute Morgen erschreckte sich einer der neueren Wächter und zog sein Schwert. Und er war tot. Bevor jemand reagieren konnte, hat sie tatsächlich eine feindliche Absicht gespürt. Ja, glaube ich auch, ja. Also das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist mir jetzt gerade nämlich ein bisschen zu viel. Wir sind ja eigentlich auf der Suche nach was anderem. Diesem Falmer Buch, wo auch immer das sein soll. Aber irgendwie scheint mir das hier wohl nicht zu sein, oder? Was haben wir denn hier? Ach, es war klar. Es war so klar. Erstmal ein bisschen was essen. Immer noch hungrig? Wer bist du denn? Zauberwächter. Bams. Boah, Alter. Mach dir einen Schaden. Fall um, Alter. Sport, Sport, Sport. Ja, Labor, Themamuseum. Das nehmen wir mit, die Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin muss. Ob ich hier überhaupt richtig bin, kein Plan. Kein blassen Schimmer, ehrlich nicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Haben wir hier mal irgendwo schnell einen Schlafplatz? Ja, das sieht gut aus. Klauen wollen wir nix. Da hinten aber. Kann ich hier schlafen? Jawohl. Kannst nicht schlafen, wenn du dich gerade einschleichst. Sag mal, ja, na gut. Hier ist wohl nichts. Auch okay. Der anderen Seite, das sieht mir nach einer Küche aus. Da ist auch nichts weiter. Was haben wir hier? Noch eine Falle. Die Lage ist gefährlich.
Es könnte sein, dass ich hier sogar richtig bin. Was war das? Kuckuck! Balz! Was machen die denn bitte schön hier eigentlich? Ich denke, das ist ein Museum. Da hinten ist noch einer irgendwo. Zwei sogar. Ach, Lydia. Mann, Alte. Ja, dann geh doch aus dem Weg. Und ich habe keinen Magiker mehr. Na, dann eben so. Haha. Wo ist der andere? Da. Weg mit dir. Wuhu. Wei, was ist das denn hier? Gift? Sieht mir irgendwie nach so einem Gifttunnel aus hier, ja? Okay. Bin ich einmal im Kreis gerannt. Aber hier ist irgendwie nichts. Doch gar nichts ist hier. Da geht's wieder raus. Da wollen wir ja nicht hin. Und hier runter. Hier ist auch nix. Das ist wieder dieses Giftding. War das nicht irgendwie abstellen oder so? Ich renne hier die ganze Zeit im Kreis, hier ist aber nix. Alles klar. Dann eben wieder raus. Auch gut. Keine Ahnung, was das hier ist. Strange. Blutsaugen. Ach, siehst du mal, Waldelfenblut. Das hatte ich auch noch nicht. Brauchte ich auch noch für irgendeine Quest? Ich weiß zwar nicht mehr für welche, aber irgendwoher. Irgendwofür brauche ich die so rum. Da liegt noch einer. Gold, ein paar Stahlpfeile, mehr hat der auch nicht. Klauen wollen wir nix. Wow. Boah. Ach Gottchen, noch einer. Sollte mich heilen. Na, das war mal nett. Ewige Heilung hier. Haben wir doch was? Noch irgendwelche Gifte dabei? Nee. Gesundheit verstärken. So. Weg mit dir. Du auch. Bounce. Fall schon um, du Arsch. Echt. Du auch noch. So geht das. Haha. Okay, bis gleich. Aber irgendwie finde ich dieses Buch hier nicht. Keine Ahnung, wo das sein soll. Skelett?
Lappen. Geldbeutel nehme ich ja mit. Was ist denn das für einer hier? Den hatte ich schon gelootet. Na. Boah, ich sehe wieder nicht die Bohne hier. Ich muss echt schlafen. Und von diesem dämlichen Buch ist auch immer noch keine Spur. Centurio. Ja, das kenne ich auch noch irgendwo her. Was haben wir da? Der hat noch ein bisschen Geld. Was? Ach, das sind ja schon wieder welche. Das ist kein Vampir, das ist nur ein Zauberwächter, Trolla. Da hinten ist noch ein scheiß Magier. Au! Alter! Feuerresistenz. Wo haben wir Feuerresistenz? Das auch noch? Auch nicht schlecht. Hat was, ja. Definitiv. Komm her, du komischer Magier. So. Ab mit dem Kopf. So ungefähr zumindest. Aber was ist das hier für einer? Blutsaugen. Ja, Hochelfenblut. Dankeschön. Nur ein Shell. Schlüssel zum Thema-Museum. Ich glaube, das hatte ich aber schon. Egal, nehme ich auch nochmal mit. Und immer noch keine Spur von diesem... von diesem Buch. Aschehaufen. Und wer bist du? Das nehme ich noch mit. Oi! Mal eben den Raum in die Luft gesprengt. Schön. Ich glaube, so hätte ich die auch killen können. Vorsicht, Lydia. Das könnte Aua machen, das Ding. Ich gehe mal wieder ans Ventil, mach das Teil wieder zu. So, hier unten haben wir noch eine Tür. Was ist das hier? Hä? Hier ist wieder kein Mensch, nur ein Ventil. Was passiert jetzt? Ach, Pfeile, okay. Kann man auch wieder zumachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, hier war ich aber schon. Sieht mir irgendwie danach aus. Ja, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Thema Rätselwürfel. Cool, den hätte ich sowieso gebraucht, scheinbar. Okay, den hatten wir schon gelootet. Balkon des Zaubererturms. Mal eine andere Aussicht über Markert. Auch nicht schlecht.
da oben. Okay. Ist nur ein Fenster. Also hier war ich definitiv noch nie drinne. So viel kann ich euch verraten. Sonst würde ich mich hier wahrscheinlich auch nicht am laufenden Band verlaufen. Mal nochmal ein bisschen heilen. Sicherheitshalber. Ach, da ist das Ding, okay. Von der Seite aber nicht dran. Oh ja. Wie war das letztens? Hast du da auch geschrieben, ja, in der Zwei-Zimmer-Wohnung verlaufen, ne? Irgendwie sowas. Vielleicht könnte ich auch hier mal ganz kurz mein Zeug verzaubern. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Entzaubern können wir nichts. Handschuhe. Was packt man denn da drauf? Da geht nichts. Doch, Alchemie, Blocken. Leichtrüstung, Magika, Schießkunst, Schleichen, Schloss knacken. Schmiedekunst, schwere Rüstung verstärken. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Mächtiger, genau so. Was haben wir hier noch? Das Schild. Blocken verstärken. Lalala. Das sind alles noch die alten. Die verzauber ich jetzt nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Shimar Vamidium. Was auch immer das sein soll. Aber doch, das sieht hier. Die fehlen die nötigen Gegenstände, um eine Kopie der Inschrift anzufertigen. Aha. Ich kann mir denken, was ich brauche. Papier. Papierrolle haben wir hier. Und ich glaube noch irgendwie Holzkohle oder sowas. Noch eine Papierrolle. Papier habe ich hier überall genug. Eine Holzkohle hier im Fass? Ne, nur Knoblauch. Ei, nicht da drauf. Auch nur Knoblauch. Ich meine, da hatte ich nämlich schon mal irgendwo was gelesen von. Holzkohle, haha. Ah, es geht doch. Oh oh. Oh oh. Lydia. Wir bekommen Besuch, meine Gute. Was war das? Was macht ihr denn da? Hey, passt ein bisschen auf. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Na, komm her. Ah. Vergesse ich für fast den Hauptmann. Nein. Ich habe kein Magiker mehr, aber ich kann hier wieder was verbessern. Weil denn hier übernatürliche Reflexe. So. Nicht so. Ei, nein, ich wollte auf den normalen Angriff wechseln. So. Ah, Mann. Wo ist der? Nicht besiegt. So. Alle Feinde erledigt oder ist da unten noch irgendeiner?
Nee, sieht nicht so aus. Gut, plündern wir die noch schnell. Zurückverwandeln. Naja, aber ich kenne keinen, der seine eigenen Wohnung zum Beispiel in Navi benutzen müsste. Stelle ich mir gerade irgendwie lustig vor. Hey Schatz, wo ist denn die Küche? Ach, keine Ahnung, gib's im Navi ein. waren das nicht nur mehr als zwei? Irgendwie. Das Teil brauche ich nicht. Klinge von Jalmarsch. Ja, gut. Da ist noch einer. Ich muss echt sehen, dass ich dringend jetzt mal an irgendeinen Schlafplatz oder so komme. Ich sehe hier nämlich echt nicht mehr die Bohne. Da geht's wieder raus. Ich könnte ja hier den Wasserfall runterspringen, aber ich glaube, das überlebe ich nicht. Also doch lieber durch die Ruine wieder zurücklaufen. Ah, genau hier. Das war diese Abkürzung. So irgendwie. Thema-Museum, genau. Nehmt euch vor der Gegend im Nordosten jenseits des Flusses in Acht. Ja. Was haben wir denn hier drin? Nein, klauen will ich nichts. Ich will schlafen. Doch, das nehme ich mit. Haha, wieder einer mehr. Fehlen auch nur noch 8. Also wenn einem irgendwie dieser Stein von Belzia noch fehlt, hier im Twema-Museum in Markart ist auch noch einer. Was haben wir denn hier hinten noch? Aber wie gesagt, klauen will ich ja jetzt hier nicht unbedingt irgendwas. Zumal das meiste davon eh nicht wirklich sinnvoll ist. Was gibt's denn? Na gut, dann wären wir hier wohl auch fertig erstmal wieder. Na. Und mir fehlt noch ein Ticken fürs Level Up. Mal wieder. Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten. Mal schauen, ob ich hier vielleicht noch irgendwas mit Alchemie oder sowas hinkriege. Damit sich das dann wenigstens lohnt, wenn ich jetzt schlafen gehe und nicht in 5 Minuten dann nochmal pennen gehen muss. Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Verzauberer, hatte der nicht nur einen Alchemietisch hier? Genauso gleich an. Hallo? Gut zu sehen. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt's? Dann eben nicht. Auch gut. Auch gut. Wenn ich will, der hat schon so ungefähr. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja. Nochmal kurz mit dem Jal quatschen. Vielleicht hat der nochmal irgendwas für mich. Sofern ich ihn... Hey, ich weiß, wer ihr seid. ...finde. Lang lebe Sitis. Genau, lang lebe Sitis. Alles klar. Kein Jal da. Der pennt wahrscheinlich wieder irgendwo. Oh Gott. Du machst immer Sachen.
Haha, hat er nicht mitgekriegt. Ja? Ein Haus in der Stadt kaufen. Suche nach Arbeit, genau. Ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ihr Schädel macht. Derzeit steht gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Dankeschön. Einrichten können wir es auch direkt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also. Ach, laber nicht. Schlafzimmer? Sehr wohl. Ich einmal. Alles Nötige veranlassen, wenn ihr das. Ja. Helfe ich euch gerne. Es gibt. Ach, Mensch. Da helfe ich euch. Und natürlich. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Wohnzimmer Alchemielabor nehmen wir? Ich werde alles Nötige. Da helfe ich euch gerne. Und natürlich. Also. Eieiei. Kaufen. Sehr wohl. Ich werde alles nötig. Da helfen. Und natürlich. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Zauberungslabor. Alchemie durch ein Kinderzimmer? Nein. Sehr wohl. Ich werde alles nötig. Das nehmen wir alles noch. Und natürlich. Also, was haben wir noch? Eingangshalle. Sehr ja. Wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen, wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet. Dann kann ich in meinem eigenen Haus nämlich Alchemie machen. Hohoho. Sehr schön. Ach stimmt, ich habe die ja hier alle ersetzt gehabt. Dadurch, dass ich mich für die Sturmmittel eingesetzt hatte. Das waren ja alles Kaiserliche hier, ne? Fern ich mich recht erinnere. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hab ich denn hier mein Haus? Da oben. Ach, hier. Cool. Alles klar, Haus Villandrell. Ja, da wären wir wohl zu Hause. Was haben wir hier? Zufallsfehler, Honignussschnitte. Nein, Alchemie wollte ich machen. Jetzt mal nochmal ein paar Metz mitnehmen. Feuersalze brauche ich ja sowieso noch welche. Was fliegt denn hier alles rum? Glühstaub, Wundertrank. Nein, den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Egal. Das hier. Rollfett, ja, können wir auch noch mitnehmen. Hexenrabenklaue. Pfeilwurzel, da. Hundefleisch, na lecker. Ich dachte, ich bin in einem Alchemielabor. Nee, ich glaube, ich bin in der Küche hier, oder? Na Quatsch, nein. Ist doch Alchemielabor. Ektoplasma, was haben wir hier noch rumfliegen? Schlechter Fischzeugs. Frostsalz, Tundra, Frostsalz, genau. Ja, scheinbar. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Alchemie und Küche bei Frauen das gleiche. Ja, nee, ist klar. Eisgeisterzähne, Elfenohr. Okay. Aber auch nur manchmal. Oh. Für einen Eisgeistzahn zu wenig. Frostsalz. Nein. Hier haben wir noch was.
Und Falterflügel bringen nix. Ektoplasma mit den Frostsalzen? Nein. Feuer? Nein. Hier. Aha. Also ganz ehrlich, ich bin zwar auch was in der Küche experimentierfreudig, aber so sehr, dass es sich in ein Alchemielabor verwandelt. Bisher eigentlich eher weniger. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals fabriziert habe, war, dass ich eine Glasplatte gesprengt habe, weil ich heißes Öl drüber gekippt habe, aus Versehen, aber auch nur. Das war wirklich so das Schlimmste, was mir bisher in der Küche passiert ist. Aber bisher sonst ist nichts explodiert oder so. Alles noch heil geblieben. Verbrennung gibt's auch keine größeren. Nur so kleine, mal am Ofen hängen geblieben oder sowas. Oder halt auch mit heißem Fett. Diese üblichen kleineren Unfälle halt. Hi, Gabriel! Aber wie gesagt, aber sonst alles noch gut. Nein. Trauben brauche ich nicht. Hängen muss. Schneebären, ja, immer noch was. Das geht aber auch nicht. Ich will nicht ein paar Heiltränke oder so mal eben schnell herstellen. Ich glaube, das hat mehr Sinn. Hey, dauerhafte Magikerschaden, alles klar. Aber immer noch kein Level Up, Mano. Erzürn, Feuerresistenz, Frostresistenz. Was brauchen wir dafür? Hier nochmal. Zack. Das und das. Gesundheit regenerieren, Gesundheit verstärken, Weizen, Wildschweinhauer. Und ich habe immer noch kein Level Up. Meine Güte, Krankheit heilen. Leichte Rüstung verstärken. Brauchen wir alles nicht. Zielkunst. Oh ja. Definitiv, ja. Ich würde es ja gerne weitermachen, aber ich warte noch auf dieses versprochene Update, was jetzt wohl kommen sollte. Ist aber bisher noch nicht erschienen. Also zumindest hat bei mir den Download noch nicht gestartet, so rum. Magica, was haben wir hier? Magica regenerieren. Knoblauch, Salz. Jawohl, Level Up. Das wollte ich doch nur. Danke. Also wie gesagt, sobald der Download da durch ist, werde ich auch wieder eine Runde Kingdom Come spielen. Vorher lohnt sich das einfach nicht bei den ganzen verbuggten Quests und so. Ich bin ja zum Teil echt nicht mehr weitergekommen. Weil alles verbuggt war. Beziehungsweise ist ja haufenweise auch fehlgeschlagen, leider. Na, 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 na. Ups, Sekunde. Mein Handy hier anstöpseln. Es piept nämlich schon wieder.
Gesundheit verstärken, ja, wollen wir. Was leveln wir denn mal? Schlossklacken geht noch nicht, die zwei. Schleichen brauche ich nicht unbedingt. Leichte Rüstung? Brauchen wir auch nicht. Einhändig wäre vielleicht eine Idee. Mehr Schaden, oder? Gemetzel, was ist denn das? Kriegsäxten, ich habe keine Kriegsaxt. Klingenspezialist mit Schwertern. Knochenbrecher ist Streitkolben. Kritischer Angriff? Nein. Ja, was ist das? Zusatzschaden und können deinen Gegner enthaupten. Das wollte ich haben. Dankeschön. Haha. Aber es hat immer noch nicht gereicht mit dem Schlafen. Nochmal 7 Stunden. Da-da-dum-da-dum. So, jetzt sieht das Ganze nämlich auch wieder besser aus hier. Vor allen Dingen erkennen wir wieder was. Und wo hier ist in diesem netten Haus jetzt hier eigentlich die Küche abgeblieben? Hatte ich doch gebaut, oder? Nö. Doch da, klar, logisch. Ich hatte doch eine Küche gebaut. Ach, egal. Beim nächsten Mal. Wow. So. Ui. Dann glaube ich wohl eher, dass du eine hast. Ein Alchemielabor in der Küche. wie gesagt, ich suche ja hier eigentlich nach diesem... Diese Twema-Ruine, die alte war. Ich bin gerade echt am Überlegen, wo war das? Die mit diesen Leuchtscherben da. Vielleicht mal Pferd schnappen. Mal ein bisschen durchsuchen. Muss hier mal mit. Ja. Dark wird unsere Kräuterhexe. Wo war der Scheiß? Ah. Flucht noch mal. Hier ist so viel in diesen Hügeln versteckt noch, wo ich noch nicht war. Ach, nerv dich, ihr komischen Abgeschworenen. Euch brauche ich nicht. Das hatten wir alles schon hier. Ja. Da haben wir noch einen Teddybär, den brauchen wir jetzt auch nicht. Danke und auf Wiedersehen. Aua. Da hinten ist was. Oh Gott. Du scheinst dich dafür ja ziemlich zu interessieren, ha? Also für so Sachen. Alchemistisches Zeug eben. Ich guck mal.
Ja, alles doch cool. Ich guck mal, ob das die hier war. Ich bin mir zwar nicht sicher. Akun draus irgendwas. Aber man kann ja mal schauen, ne? Okay. Ah ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das... Ja, das ist sie. Das ist die Quest mit der Alten. Ja gut, so ein Garten macht natürlich auch einen Haufen Arbeit, ne? Das Einzige, was ich hier im Sommer eigentlich immer anbaue, sind Tomaten. Bitte kehrt um, bevor es zu spät ist. Nein, ich kehre nicht um, Alter. Ich bin doch extra hergekommen wegen dir. Ja, genau. Das sowieso. Wow, sie fliegt alles runter. Wo ist sie? Zwergspinne? Ach, hier gibt's wieder Seensteine. Ja. Ja, allein schon das Unkrautzupfen und so weiter, das ist ja auch immer so eine Sache. Mal genug zu tun. Definitiv. Wo ist die denn? Ich hab's dir doch gehört. Normalerweise... Ah, da. Ey. Katria. Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Wer seid ihr? Ich heiße Katria. Ich bin... war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Hm. Wonach habt ihr gesucht? Ach, das ist eine lange Geschichte. Habt ihr schon mal von Ethereum gehört? Ein äußerst seltenes Zwergenerz. Es scheint, als mussten sie eine besondere Schmiede bauen. Die Ethereum-Schmiede, um es verarbeiten zu können. Okay. Die verfertigten Dinge waren so mächtig, dass sogar Kriege darüber geführt wurden. Und die Schmiede ging verloren. So die Legende. Und diese Geschichte hat euch hierher geführt? Mein ganzes Leben lang bin ich dieser Legende nachgegangen. Bis mir mein verfluchter Schüler alles gestohlen und es unter seinem Namen veröffentlicht hat. Und jetzt? Jetzt finde ich keine Ruhe. Nicht ehe ich einen Beweis gefunden habe, um der Welt meine Entdeckung zu zeigen, dass mein Leben einen Sinn hatte. Aber es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben wie all die anderen. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer werdet. Na, ganz sicher nicht, meine Liebe. Ich komme schon zurecht. Vielleicht. Andererseits habe ich das auch gedacht. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Sicher. Also gut, dann führt uns. Ja, das stimmt. Im Prinzip ist es wirklich am gesündesten, wenn man das Zeug selbst anbaut. Aber wie gesagt, es macht halt auch einen Haufen Arbeit. Hier bin ich gestorben. Es war ein tiefer Sturz. Katria, hier bist du doch. Heiltränke. Holt euch mein Tagebuch. Wir werden es brauchen.
Wo ist dein Tagebuch? Da unten liegt ein Falmer oder so. Und sie hat aber kein Tagebuch gerade dabei. Nee. Das heißt, ich muss wohl erstmal da runter. Boah. Heftig. Naja, so hat halt jeder seine Hobbys, ne? Darüber muss ich, glaube ich, sofern ich es schaffe. Ei. Falmerblut. Ringe Septimus Blut. Ah, wenigstens das jetzt schon mal abgeschlossen. Sehr gut. Schwaches Gift brauchen wir nicht. Ah, wo soll denn das Tagebuch bitte schön sein? Katria lag da, aber wo ist ihr Tagebuch? Ah. Ei. Ist mal hier. Glaube ich, ja. Ich liebe Kirschen. Ich liebe sie. Das Beste, was es gibt. Kirschen und Erdbeeren. Ach Quatsch, Erdbeeren, Tomaten, so rum. Soll denn der ihr Tagebuch sein? Jetzt habe ich hier alles abgesucht. Was ist da unten Rotes? Ja, schön. Irgend so ein Konstruktding, keine Ahnung. Ja, Spinner. Ja. Ah. Nun, euer Verlust. Wie was, mein Verlust? Was willst du? Na. Ups. Zwergenöl. Nimm auch nochmal mit. Wo ist die zweite Spinne? Ja. Mondsteinerz. Ja, wie gesagt, so langsam sollte ich auch mal ein paar Metz anfangen zu sammeln. Für mein Schmiedekunst und so weiter. Sonst komme ich bald nicht mehr weiter, was das Leveln angeht. Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Ist hier irgendein Durchgang oder so? Da lang, okay. Ah, Mensch, jetzt habe ich auch Lust auf Kuchen. Ich glaube, ich schicke meinen Mann gleich los, er soll Kuchen holen. Genau. Da müssen wir irgendwie hoch. Aha. Falmer? Da oben, ja. Da oben sind Falmer. Nehmen wir doch lieber wieder den Vampir.
Charles, die ist ja schon tot. Unsere liebe Geisterlady hier. Der wenigstens nichts passieren in der Hinsicht. Da geht's nicht lang. Hier lang weiter. Ah, komm her, du. Wow. Noch irgendeiner? Nö. Erstmal nicht. Mal wieder zurück und ein bisschen was noch looten. Kräftige Heilung, den nehmen wir auch mit. Lalala. Oh. Arme Miezekatze. Schmetterlingsflügel. Hier noch irgendwas Verstecktes? Jawohl. Ja, das ist ja das Schöne an Tieren. Die nehmen einem das nicht lange krumm. Hatte ich das jetzt alles hier schon? Ja. Sieht so aus. Axt braucht kein Mensch. Ziemlich beeindruckend, weh. Der Blick war noch beeindruckender, bevor hier alles einstürzte. Das kann ich mir durchaus vorstellen, meine Liebe. Da oben sind doch mit Sicherheit wieder... Mehr, du hässliches Vieh. Und stürz ab. Tschüss. Weg mit dir. Und du auch noch. Ha. Tja. Hier war doch noch irgendein Eingang oder sowas in der Richtung. Nee. Nur so ein komisches Loch. Zu faul zum Schlafen. Wie geht das denn? Das musst du mir jetzt mal genauer erklären. Das habe ich auch noch nie gehört. Ah, die Tür geht von hier aus nicht auf. Da muss es irgendwo einen Trick geben. Ja, nee, ganz ehrlich, wie kann man bitte zu faul zum Schlafen sein? Das ist echt nicht schlecht. Hier ist kein Hebel, da hoch komme ich nicht. Okay. Schwebt der denn da rum? Wow. Heilung, Heilung. Heilung. Komm her, du. Haha. Was habe ich denn da jetzt gerade schon wieder aufgehoben? Auf jeden Fall irgendwas, was ich eigentlich gar nicht mitnehmen will. So.
Sag mal, hier unten. Und noch eine Truhe. Nein, da will ich nicht rein, da komme ich eh nicht wieder raus. Ja, aber ich glaube, das kennt jeder. Ja. Das hatte ich auch schon oft genug. Was? Achtung. Was will die? Ist auch nur ein Falmer. Ah, sind die hässlich, diese Viecher. Nein, 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 jetzt bin ich auch noch vergiftet. Starkes Gift des langen Leins. Ja, benutzen wir mal. Heilung. Hab ich noch hier irgendwas? Giftresistenz oder so? Kräftigen Heilung, Krankheitsheilung. Lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Boah, ich hasse diese Drecksviecher. Komm her, Scheißvieh. Ach, Muskelkater ist halb so schlimm. Nein, nicht wieder zurück verwandeln. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut gerade. Das ist gerade gar nicht gut. Lass mich in meine Heiltränke. Was habe ich noch? Kräftige Heilung noch zwei. Okay. Boah, diese. Das ist echt ätzend mit den Schaurus. Ah. Fall um. Voltaren Forte. Voltaren Forte nehme ich immer. Die ist eigentlich ganz gut. Die Salbe. Die normale bringt nichts. Definitiv nicht. Oder was auch viele, also beziehungsweise wo viele drauf schwören, ist diese Pferdesalbe. Bei Muskelkater oder wenn du dir irgendwie ein Bein vertreten hast oder sowas. Also Gelenk, Schmerzen etc. Ja, man soll sie auch nicht dauerhaft nehmen. Aber so ab und zu kann man sie mal nehmen. Ist ja nicht so, dass du... Ja, ja, ich sag ja, wenn du jetzt auch Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen oder sowas hast, kenne ich einige, die die nehmen. Gerade weil sie kühlt. Ach, jetzt kommt der Mist hier, genau. Hier bin ich abgestürzt. Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Denk, du bist da vorne abgestürzt, meine Liebe. Da, auf dem Baumstamm.
Ich hatte mich schon gefragt, was damit passiert ist. Ach, ihr Bogen. Nee, den nehme ich nicht mit. Aber ich muss doch noch der ihr komisches Tagebuch. Wenn die hier abgestürzt ist, dann muss doch theoretisch, oder es backt wieder rum, das Tagebuch da unten irgendwo sein. Ich will hier unten aber nicht, liegt jetzt runter, fliegen. Gerade mal schauen, ob ich der ihr Tagebuch habe. Siegelbrief, Gallus verschlüsseltes Tagebuch, Siegelbrief, Kofferkunde, Golden Glanz, Brief an die Mutter, Schatzkarten, nein, hab sie nicht. Ich springe jetzt einfach mal darunter. Entweder ich überlebe oder ich überlebe es eben nicht. Und nur schauen, dass ich möglichst das Wasser treffe. Ah. Ach, sehr schön. Aber der ihr Tagebuch muss doch hier irgendwo sein. Sie lag da. Also theoretisch müsste es jetzt hier irgendwo doch rumfliegen. Ja, Katria, genau. Wo ist das Tagebuch von der? Lydia? Bin jetzt umsonst hier runtergesprungen und das ist da oben irgendwo, oder wie? Na gut, dann eben wieder hochlaufen. Oder einfach mal laden. Das hatte doch gespeichert. Ach, egal. Du, 3 Jahre gehen schnell rum. Ich bin ja auch erst 30. Aber ich muss wirklich sagen, sobald man 30 wird, kannst du wirklich sagen, geht's bergab. Ab da fangen dann die Wehwehchen an und so weiter. Also geht mir zumindest so. Ganzen Weg wieder hochlatschen. Das heißt also theoretisch, das Tagebuch müsste ja da irgendwo sein. Die Tür ist auch immer noch zu. Ja, wenigstens haben wir hier schon mal alles gekillt. Und daher geht das Durchlaufen deutlich schneller. Diese blöden Scheiß Chaurus, Saurus, was auch immer, Viecher sind auch tot. Die nerven nicht mehr. So, also hier ist die Gute abgestürzt. Hat die vielleicht hier irgendwo einen Rucksack oder so rumliegen, den ich gerade nur nicht gesehen habe? Vielleicht da am Baum irgendwo? Da ist nichts. Da liegt nur der Bogen. Den brauche ich nicht.
ist denn das Ding von ihr? Ach Quatsch. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, wie man so schön sagt, ne? Mit unseren 30, Mitte 30 sind wir trotzdem immer noch jung. Sind in der Blüte unseres Lebens. Hängemoos, alles nur Hängemoos und sonstiger Scheiß, aber kein Tagebuch. Vielleicht doch mal da gucken, ob ich da was finde. Ich stürze hier mit Sicherheit gleich wieder runter. Sophia. Okay, den Bogen, wie gesagt, habe ich, aber ich finde kein Tagebuch. Passt für mich gut darauf auf. Ja, mach ich, meine Liebe, mach ich. Also irgendwo hier zwischen und zwischen dem, wo sie vorne liegt, müsste das theoretisch sein. Naja, gut. Ich gehe erstmal weiter. Mal gucken. Was wir hier finden. Vielleicht mal zwischenspeichern. Und nebenher noch ein bisschen was futtern. So. Ach, speichern, genau. Was kommen denn hier noch für Viecher? Es geht los. Ja, es geht los. Okay. Bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich mal eine ganz kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Thank you.
So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ja, reicht mit Sport. Danke für den Kaffee, Shay. Was haben wir denn hier hinten noch rumfliegen? Hier ist nichts. Dankeschön. Da unten. Wow, da hinten fliegt wieder irgendwas rum. Aber mehr ist hier nicht gerade, okay. Komme ich denn hier wieder hoch? Na? Komm, auch mit dir springen. Ei. So. Geht doch. Was passiert hier? Wartet. Wir müssen reden. Wisst ihr, was das ist? Okay. Nein. Ein Klangschloss. Einfach und sehr, sehr Toren. Dankeschön. Schlagt sie in der richtigen Reihenfolge, dann sollten die Türen aufgehen. Wenn ihr einen Fehler macht, nun, ihr habt ja gesehen, was bei mir passiert ist. Ja, du bist abgestürzt, Alte. Ihr meint das Erdbeben? Ja, ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Aber wie kann man sich auf ein verdammtes Erdbeben vorbereiten? Und das war nur eine der Fallen. Seht euch um. Wer weiß, was dieses Ding noch alles bereithält. Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Also, meine Notizen waren in meinem Tagebuch. Aber das habt ihr nicht, oder? Nö. Ach. Nun denn, vielleicht findet sich bei einem unserer Vorgänger ein Hinweis. Wollen wir mal schauen. Gucken, was hier so rumfliegt. Hier liegt ja schon eine Zwergensphäre. Seelenstein, ja, nehmen wir alles nochmal mit. Das brauchen wir nicht. Oh. Nett. Ich würde mal sagen, der ist ein wenig durchbohrt worden. Nur so ein klein wenig. Der hat auch nichts dabei, außer ein bisschen Gold. Papierfetzen. Was ist denn das? Okay. Das nehme ich mal mit, den Stahlbarren auch. Eisenpfeile, Spitzhacke kann er behalten. Das sieht auf jeden Fall sehr nett aus hier drin. Den ganzen Toten. Ja, wenn ich es denn mal finden würde, junge Frau. Klangschloss. Ha. Ja. Vielleicht findet ihr irgendein Muster. Im Erzbogen. Reihenfolge. Die meisten dieser Schlösser haben irgendein Muster. Ja. Gucken wir uns nochmal diesen Papierfetzen genauer an. Wo ist er denn jetzt? Das 2, 3. Ha, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie die 1 finden. Das da. Okay, das war falsch. Jetzt haben wir lauter Spinnen hier, jawohl. Schön. Kommt her. Wow. Ach Mensch, blödes Vieh. Okay, das ist schon mal nicht die 1. Gucken wir mal da hinten das. Habe ich natürlich jetzt wieder nicht getroffen. Egal. Das war scheinbar richtig. 2 war jetzt, das ganz da hinten, okay. Ihr
Das da ist die 3. Komme ich von hier aus nicht dran? Ei. Macht weiter. Das ist die 3. Whoops. Hier die 4 vielleicht. Nee, das war wieder falsch. Was kommt jetzt? Sphären, aber nur 2 Stück. Au! Oh, die ist schon mal weg. Wow, Mann! Alles klar. Oh, immerhin wieder ein paar Bolzen und Seelensteine. Ich habe ja so wenige davon. Den hier, genau. Also nochmal. 1. Zwei. Gut. Drei. Kann das nur noch die 4 sein hier? Denn in der Mitte war es nämlich nicht. So knapp. Ich habe es. Jawohl. Sehr schön. War doch gar nicht so schwer. Was haben wir denn hier hinten? Ach, das ist wieder so ein Dynamo-Bolzen. Truhe. Niederen Knappen, leichte Rüstung. Okay, Mondstein brauchen wir nicht. Da, leuchtende Kristallscherbe. Ist es wahr? Was denn? Was? Was ist das? Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Ich habe ja eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Ein Schlüssel aus reinem Ätherium. Der Schlüssel zur Schmiede. Und was nun? Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Es müsste noch 3 weitere geben. Eines für jede der 4 Städte, die an der Schmiede mitgearbeitet haben. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Was dann? Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Jo, tu das. Das heißt, ich muss doch noch der Etagebuch suchen. Ich meine, dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Ja, bis irgendwann mal, Katria. Vielen Dank. Wir haben auch noch eine Truhe. Seelenpfeile haben wir alles schon. Stahlstreitaxt brauche ich auch nicht. Alles klar. Dann können wir wohl erstmal wieder hier raus. Beziehungsweise, ich muss ja noch das Tagebuch finden. Das muss ja irgendwo da vorne rumfliegen. Ha. Und die andere Tür war ja auch noch zu. Vielleicht ist die jetzt offen, da ich das Schloss hier aufgemacht habe. Einfach mal zurücklaufen und mal gucken. Ich werde schon noch irgendwas finden.
Oh, hier war das, wo sie abgestürzt ist. Hier hatte ich aber auch schon überall geguckt. Hier ist nirgendwo was. Aber ganz ehrlich, was turnt die gute Frau auch hier auf diesem Baumstamm rum? Kein Buch. Ist auch nichts. Wow. Ja, wie gesagt, hier hatte ich ja schon alles abgesucht. Hier ist aber nirgendwo was. Kann es wirklich nur noch da vorne sein. Vielleicht weiter oben oder so? Weil das wäre natürlich jetzt gut zu wissen, weil eine von den Scherben hatte ich ja jetzt noch, beziehungsweise mit der jetzt gerade sind es zwei. Das heißt, es fehlen ja immer noch zwei andere und nein, die Tür ist immer noch zu. Vielleicht kommt man damit irgendwie da rein. I don't know. Hier ist aber auch nirgendwo ein Hebel oder so, der die aufmachen würde. Zumindest habe ich nichts davon gesehen. Und ich muss ja auch immer noch schauen, wo ich das Dings gelassen habe. Die Korallendrachenklaue. Weil, wie gesagt, ich hatte sie definitiv. Ich weiß nur nicht, wo ich sie hin habe. Aber irgendwo muss sie ja sein. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist eventuell in meinem Haus in Falkenring da unten. Dass sie da irgendwo vielleicht liegen geblieben ist. Das ist ja auch noch nicht ganz aufgebaut. Ja, vielleicht mal schauen dann. Aber jetzt erstmal Tagebuch suchen. Der hat das nicht dabei. Silberring, Armschienen. Ja. Ja, wenn ich den Mod ausmache, haben wir ja auch schon gesehen. Das bringt meistens ja auch nur irgendwelche Probleme. Dann spinnt das Spiel wieder rum und hängt sich fest und dies, das, jenes. Soll auch nicht sein. Ja. Nee, aber wie gesagt, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es im Falkenring abgeblieben ist. Überall anders habe ich geguckt. Sollte die Schnellreise vielleicht zwischendurch mal wieder funktionieren, beziehungsweise der Bug. Kann ich das ja mal ausnutzen? Nee. Verkauft habe ich sie nicht, aber ich könnte. Vielleicht hat mein lieber Ehegatte sie. Da habe ich nämlich nicht reingeguckt. Das könnte nämlich sein, dass der die hat. Auch. Warum sollte ich diese Klaue verkaufen? Ich habe alles andere ja auch gebunkert. Ich gucke ja, dass ich immer so wenig wie möglich verkaufe. Aber hier muss irgendwo dieses Tagebuch sein. In der Truhe ist es nicht, nein.
Wo hat die das Ding hin? Ei. Jetzt häng ich hier wieder fest. Weiß noch, damals habe ich die nämlich auch gesucht, wie blöde, dieses Tagebuch. Aber ich hatte es gefunden, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Ich habe ja selbst hier die Ruine jetzt gerade, beziehungsweise die ganze Zeit überlegt, wo die war. Bis ich die mal gefunden hatte. Da unten ist kein Tagebuch. Das hier irgendwo rum vielleicht? Nee. Wo hat die das Ding hin? Ah. So viel zum Thema, Frauen gehen so sorgfältig mit ihren Tagebüchern um. Also die definitiv nicht. Bisher lagen die eigentlich auch immer irgendwo zwischen oder neben den Leichen. Aber hier ist echt rein gar nichts. Vielleicht hier vorne. WB Dago. Ich sag ja, so viel zum Thema, Frauen gehen so sorgfältig mit ihren Tagebüchern um. Vielleicht liegt es hier unten irgendwo. Nur diese dumme Spinne, mehr ist hier nicht. Ach, mein Gott, es muss doch hier irgendwo sein. Hier geht's ja schon wieder raus. Ich finde das Ding hier drin noch. Irgendwo muss es ja sein. Das Teil kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und so riesig ist das hier auch nicht. Es soll bei der Leiche liegen, okay? Das Tagebuch von der Katria suche ich. Also von diesem Geist, der hier in der Twema-Ruine rumspringt. Liegt die da vielleicht irgendwie drauf oder so? Weil ich sehe hier echt nichts. Hier liegt nichts. Ja, die Quest ist geil, aber ich finde das Tagebuch nicht. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch gerade das Gefühl, ich schwebe in der Luft. Da drüben ist nichts. Ja. Bei Katrias Leiche. Seht ihr es irgendwo? Ich nicht. Und im Inventar habe ich es auch nicht. Ich denke mal, die wird wohl drauf liegen, wenn dann. Kann ja nochmal gucken, sicherheitshalber. Gallus verschlüsseltes Tagebuch, Fibel des schöneren Wohnens, Besitzurkunde von Haus Dingsterbumster. Siegelbrief. Entweder ist es wieder verbuggt irgendwas. Oder die liegt halt wirklich drauf.
Ich würde ja mal versuchen, die irgendwie wegzuschieben, zu schießen, wie auch immer. Ah. Ist Wasser gefallen? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir halt mal eine Runde tauchen. Sofern ich hier tauchen kann. Irgendwie. Okay. Danke für den Tipp, Dago. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Ach doch, Tatsache. Also sie bewegt sich auf jeden Fall. Ah, guck, hier liegt aber auch nichts. Da hat sie ihre Tasche. Na, muss ja irgendwo dann im Wasser sein. Ich denke mal, das ist wohl das einzig Sinnvolle. Ah. Wenn das hier mal richtig funktionieren würde mit dem Tauchen. Es ist nicht tief genug, hier sehe ich nämlich auch nichts. Jetzt hänge ich hier nur irgendwo zwischen irgendwelchen Steinen fest. Ja, wenn ich hier neu lade, dann... Was? Ich den ganze Suppe hier von neu machen. Ich war ja schon bis ganz hinten. Ach, tauch doch mal. Mensch. Ah. Jetzt will ich nicht tauchen hier. Zumindest die Kamera nicht. So, also ich werde hier hintergetrieben. Irgendwo in so eine Ecke rein, aber hier liegt auch kein Buch. Ja, doch, First Person sieht besser aus, definitiv. Mit dem Tauchen, aber nichts. Kein Buch da. Es ist hier zu niedrig. Ist hier vielleicht irgendwo ist runtergefallen? Nochmal nach hier oben schauen. Oh, wo hängst du denn jetzt schon wieder fest? So. Da ist nichts. Da hinten bei den Fallmann eventuell noch. Nochmal schauen. Nein. Dass die hier mal hochspringt. Nee, was ich wirklich vermute, ist, dass es ein Bug ist. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich hier reingehe, mal wieder rausgehen und nochmal rein in den Dungeon. Vielleicht ist es ja dann da. Das wäre eine Idee, weil die ganze Suppe hier nochmal neu machen will ich auch nicht unbedingt.
Na gut, gucken wir mal, versuchen wir mal. Ja, doch, manchmal schon, manchmal. Ein Versuch ist es wert, wenn nicht, muss ich ja gucken, dass ich die Dinger so irgendwie finde. Eine von den Kristallscherben habe ich ja schon und ich war ja auch noch nicht überall. Na, mal schauen. Einfach mal raus. Was? Ich sag ja, ein Versuch ist es allemal wert. Doch, 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 es ging schon mal. Dass es da wirklich was gebracht hat. Ja, aufpassen, wo ich hinlaufe. Ach, ich habe jetzt dämliches Schild ausgerüstet, stimmt. Ich wundere mich schon, warum die so langsam läuft. Oh, immerhin Wiederherstellung nochmal nebenbei verbessert. Ja. Nö, immer noch nix. Ja, genau das meinte ich ja. Sie hat's auch nicht. Okay, das hat wohl wirklich nichts gebracht diesmal, leider. Schade. Na, wie gesagt, ich werde die Teile schon irgendwie finden. Es sind ja noch ein paar Zwergenruinen, die ich eh durchsuchen muss und auch so versteckte Sachen. Werden wir schon finden. Und eventuell sagt mir Katria dann ja auch, wo wir die Schmiede finden, aber vorerst gucke ich jetzt nochmal, dass ich nochmal zur S-Bahn gehe. Eventuell, was haben wir hier? Ach, die Energiequelle, genau. Also einer von den Teilen war ja irgendwo hier versteckt. Da irgendwo sowas. Hier, genau. Da war die erste Scherbe, die ich gefunden habe. Hier unten ist die andere und soweit ich mich erinnern kann, müssten hier irgendwo noch welche sein. Nein, die hier von der Quest. Habe ich hier irgendwo... War das hier? Nee. Was ist das, was hier... Ach, Trollfett, okay. Na, wie weit eine müsste noch hier in der Ecke sein und die andere war, glaube ich, hier oben noch irgendwo. Aber so richtig dran erinnern kann ich mich auch nicht mehr. Egal, gehen wir jetzt erstmal zur S-Bahn. Wenn ich den Weg finden sollte. Rips. Ja, wie gesagt, die für diese Scherben hier halt, die Schmiede, irgendeine. Ja, ich bestell mir mal eine. Habt ihr eigentlich noch irgendwelche Quests? Ich helfe meiner Mutter Arop mit der Jagd. Sehr schön. Oder nein, ich fahre nicht mit der S-Bahn. Keine Sorge. Ich bin Lieblingsfrau. Arok und Garol sehen voller Eifersucht auf mich. Sie wissen nicht, wie sie ihren Häuptling zufriedenstellen können.
Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Ihr Häuptling, Einhandwaffen trainieren? Oje, das können wir doch mal nebenher machen. So gut sein wie ich. Aber vielleicht kann ich euch trotzdem etwas beibringen. Hey, so. Dankeschön. Das dürfte erstmal reichen. Hast du was für mich? Ganz Himmelsrand bereist wie ihr. Das kann ich nicht. Das würde den Platz entehren, den mein Häuptling für mich geschaffen hat. Okay. Ihr habt mir gerade gesagt, dass ihr das Abenteuer vermisst habt. Das stimmt. Seht mich nur an. Ich rede um den heißen Brei herum wie eine weise Alte. Nun gut, Fremdling. Meine Axt gehört euch, wenn ihr sie braucht. Schon jemanden, der für euch kämpft. Dieser Festung wird die Stärke geachtet. Und nur sie allein. Komm mal her, gib mir nochmal meine Sachen. Was könnte ich denn von der nochmal mitnehmen? Die Zwergenpfeile, Nordpfeile nehmen wir auch nochmal mit. Die braucht sie nicht unbedingt, mehr hat sie aber auch nicht. So, komm, dann gehe ich, nehme mir hier einen Ork mit. Also gut, wir ehren die tapfersten Krieger. Aber ich... Dann geht voran. Meinen Was Stahl wollt habt ihr? Was? Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, jetzt wollte ich schon mit der Puppe hier reden. Orkgifte sind gefürchtet. Seid ihr an einem Handel interessiert? Nein, bin ich nicht. Ich suche nach Quests. Wir wissen, ob ihr hier noch irgendwelche habt. Wir können handeln, sobald es draußen hell ist. Schwere Rüstung, verkaufe Orikalkum-Erz, nö. Schwere Rüstung können wir nochmal trainieren. Geht nicht, schade. Ein Special Boss? Oh, weia. Eines Tages werde ich eine Waffe. Der hat auch nichts für mich, na gut. Ach genau, der hat sie ja mal was davon gesagt. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Von dem Boss. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt zu Esper immer noch. Komm Lydia, ich helfe dir mal mit dem Bärchen. Boah, der hält ganz schön was aus, der Kerl. Hast du irgendwas? Nein. Okay. Ja, Alduin. Ja, ich meine Esbern. Ach, guck mal. Das ist ja sehr passend. Danke, dass du gerade kommst, Drache. Da, wo ist er? Komm her. Lass dich reiten. Ich glaube, ich habe den gerade nicht getroffen oder so. Dankeschön, jetzt muss er nur noch landen. Wie kann ich euch dienen, Turi? Was? Wie lenke ich denn diesen Drachen eigentlich? So. Ja, ist ja klar. Ui. Drache, ich will darüber. Auf den anderen Berg, danke. Da! Mensch, andere Richtung. No.
Ja. Aber ich bin das Ferkel, ne? Ist klar. Darüber, Mensch. Ach genau, stimmt ja. So war das. Hierhin. Aber ausgerechnet da kann ich nicht schnell hinreisen. Na gut. Vier Schädelwacht. Zoomen. Na gut, Kartspitze. Ja, bitte. Shay, das sind Männer. Die musst du nicht immer verstehen. Drache angreifen. Nein, da angreifen. Wir sollten fliegen. Komm, greif die an. Ja, komm. Ja, genau, hau den um hier. Komm, hau die um. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit vom Essen zu reden? Ich krieg auch voll den Hunger. Nur mal so nebenbei bemerkt. So unfair. Komm, hau den um. Nö, dann esse ich eben Lachgummis. So, die habe ich nämlich gerade eben noch neben mir liegen. Komm, ich würde gerne mal absteigen. Autsch. Drachilein, kümmere dich mal darum. Ich muss hier zu meinem lieben Freund. Das ist nochmal der dumme Höhleneingang. Ja. Ich lab oft genug, Dago. Keine Sorge. Zumindest versuche ich's. Haben wir hier wieder irgendwen? Also es ist selten bei mir, dass ich mal nicht lache. Ich habe eigentlich immer gute Laune, also fast immer. Es sei denn, ich habe irgendwelche Schmerzen oder so. Oder ich bin genervt von irgendwas, aber das ist eigentlich auch relativ selten der Fall. Da, da, da. Immer noch leicht hungrig. Ja, passt. Gut, weiter. Was ist das eigentlich für eine Quest, die ich da abgeben muss? Oh ja.
unser Nachbar, den wir früher hatten, also der jetzt in der Wohnung von Konsolenschocker gewohnt hat, davor, das war so ein richtiger Miesepeter. Also bei dem hast du echt das Gefühl gehabt, der würde zum Lachen in den Keller gehen. Ich würde mal sagen, das kommt auf euch Männer an, mein lieber Dago und Dark. Wenn wir Frauen schlechte Laune kriegen, dann liegt es meistens an euch. Also nix da, immer unsere Schuld. Nee, nix da. Delphine hat sich große Sorgen um euch gemacht. Bitte. Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört, dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Ja, ich bin durch Alduins Portal nach Sogen gerade gekommen. Er ist tot. Bei den Göttern, das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt... Und genau da liegt das Problem, Dago. ...legendäre Drachen, Sovengarde. Genau darin liegt das Problem. Ja. Was habt ihr denn jetzt noch? Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Ihr habt es geschafft. Genau wie es in der Prophet... Braucht ihr etwas? Der Drache von Herbstwachturm ist tot. Schön zu sehen, dass die Klingen wieder an der Seite eines Drachenbluts kämpfen. Wir treten in jahrtausendalte Fußstapfen. Haltet auf der Jagd die Augen nach Schuppen und Knochen von Drachen offen. Daran wäre ich sehr interessiert. Oh ja, genau, Shell, das stimmt. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich habe an euch geglaubt. Und genau diese Frauen... Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erleben würde. ...sind dann das, was... weshalb ich mich eigentlich... selten mit Frauen abgebe. Also es ist ganz, ganz sehr selten, dass ich mich mit einer Frau gut verstehe. Die meisten sind mir echt einfach zu zickig. Und ich bin nicht so der Typ dafür. Immer dieses Rumzicken und vor allen Dingen dieses Hinterhältige, das kann ich nicht ab. Ja. Genau. Ja, weißt du, die meisten Frauen sind so, die lachen dir ins Gesicht und hinten schieben sie dir das Messer in den Rücken. Das kann ich echt nicht leiden. Ja, ja. Ja, die Hunde. Schon geil. Okay, das hätten wir auch abgegeben. Was habe ich denn noch alles? Oh ja. Und das Schlimme ist, die meisten sind so. Es sind wirklich 90% aller Frauen so. Was war das? Ach komm her, Alter, du bist doch eh schon fast tot. Komm's, weg mit dir. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da oben noch, 4 Schädelwacht, da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Ist aber irgendwo auf der anderen Seite hinter mir. Ja. Ist genau wie bei mir, Shay.
Aber das ist auch wiederum ein Grund, warum ich bei den meisten Frauen unbeliebt bin, weil die Kerle immer bei mir hängen. Das war in der Schule schon so. Und die ganzen Weiber waren scharf auf die. Und ich habe die aber eigentlich alle nur als Kumpels gesehen und irgendwie, ja. Was ja meistens halt doch ein wenig Zickenterror bei uns in der Klasse. Und dann hieß es, ich würde versuchen, denen die auszuspannen und keine Ahnung, all so ein Scheiß. Ja, genau. Aber am Ende, wenn sie dann irgendwelche Probleme hatten oder so, ja, dann kamen sie mal alle zu mir. Eben. Von mir aus können sie zicken, wie sie lustig sind. Brauche ich mich nicht weiter mit abzugeben, also heutzutage zumindest nicht mehr. Früher war es ja in der Schule, wie gesagt, zwangsläufig, aber jetzt ist es ja nicht mehr so. Och, ich kenne auch viele Kerle, die ganz schön zickig sein können. So ist es nicht. Nein, den Vampir wollte ich haben wieder. Los, los, weiter. Ich glaube, der bringt mir jetzt hier gerade wieder am meisten. Eieiei. Stirb! Und nicht, wenn ich daneben schieße. Noch irgendeiner am Leben hier? Nö. Das war's schon, oder was? Das ist ja langweilig. Ich würde sagen, so von beidem etwas. Überragenden. Überragende Schießkunst. Was ist das hier eigentlich? Muss wieder irgendwas drauf, was ich nicht habe. Eine Silbererzader. Heilen wäre echt nicht verkehrt, gerade wieder. Zuerst morgens. Nein, ich will nachts. Aber meine Lieben, ich sehe gerade, ich bin schon wieder hier voll am Überziehen. Mittlerweile schon wieder 20 nach 4. Normalerweise mache ich doch nur bis um 4. Naja, die männlichen Pflanzen machen alle high. Mal sonst noch irgendwas. Kart war's, nö. Zumindest nicht hier in der Nähe. Hier ist nirgendwo mehr was zum Erkunden. Sofern ich das richtig sehe.
alles schon erledigt. Upsala. Wacholderbaum. Kuchenbacken. Ah, ja, ihr kommt auf Ideen, echt. Komm ich da jetzt rüber? Da, wer seid ihr denn? Wandelt allzeit im Licht. Ach, Wächter von Ständer. So, aber wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder 20 Minuten überzogen. Mal schauen, dass ich jetzt langsam hier zum Ende komme. Ui. Ach. Ja, Dark, ich weiß, eigentlich schon, ja. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss heute früh weg. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht, aber was muss, das muss halt nun mal leider. Wow. Schon wieder ein Haufen von diesen scheiß Abgeschworenen. Ach komm, kümmer du dich um den einen, ich nehme da hinten die. Ist doch noch eine da oben. Ei, steck dich doch nicht. Und was willst du hier unten? Ah, sag mal. Was mich an dem Vampir nervt, dieses Unterbrechen, wenn du zaubern willst. So, die ist schon mal tot. Krieg ich die jetzt da langsam mal tot? Ah. Ich schluss jetzt. Schon wieder nicht getroffen. Jetzt aber. Ja, speichere mal ab. Ja. Na, also geht doch. Jetzt kommt da der nächste raus. Steht da irgendwo im Tor. So, aber wie gesagt. Dann weiß ich nicht, dann liegt es halt an mir, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier Feierabend für heute. Muss gleich auch nochmal ein bisschen was essen machen, etc. pp. Geht zwar schnell, aber wir haben ja nachher nochmal einen Stream. Eventuell. Mal gucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag und Abend. Morgen geht es dann hier an der Stelle weiter mit ein wenig Vampirtraining. Und leveln. Genau. Wer Lust hat, schaut wieder mal rein bei Tramon. Macht's erstmal gut. Schönen Abend, wie gesagt, noch. Danke nochmal an die zwei Hosts und den Sub von Dago. Hat mich echt gefreut. Und macht's gut. Bye.